Jetzt um diese Zeit wird ja vielerorts fleißig Inventur gemacht. Natürlich kommen da auch die Zoos nicht drumherum. Wie viele Tiere sind genau da? Wer tummelt sich so alles in den Gehegen? Wir haben den Tierpflegern im Erfurter Zoo mal einen Tag lang beim großen Zählen und Wiegen über die Schulter geguckt. So eine Inventur, die dauert. Klar, bei insgesamt ungefähr 2300 Tieren. 3,5 Wochen lang wurde gemessen, gewogen und gezählt. Ein Zoo ist nicht immer ganz einfach, aber auch nicht immer ganz schwer. Bei Elefanten super schön, 1, 2, alle da, fertig mit Zählen. Anders sieht es da bei den Stabheuschrecken aus. Hier für Rhodes Gigantea, Mann. Erbsen zählen ist einfacher. Phenopharus caulinensis, Weib. 175 Stück sollen es sein. Wer zu viel ist, wird einfach an den nächstbesten verfüttert. So schnell geht's, dass sich der Tierbestand im Zoopark ändert. Jeden Tag. Kein Wunder, dass manchem Zoobewohner da vor Angst schon mal ein kleines Malheur passiert. Aber hier wird nun wirklich nur das Gewicht kontrolliert. Vor allem beim Schildkrötennachwuchs eine wichtige Prozedur. 41,7. Als sie geboren wurde, hatte sie 20 Gramm. Sie ist also ihr Geburtsgewicht mehr als verdoppelt. Und das ist für das Alter eigentlich normal. Von der Inventur recht unbeeindruckt sind die Berberaffen. Bei ihnen wird schließlich nicht nur einmal pro Jahr, sondern täglich durchgezählt. Wie aber geht das bei so einer flinken Bande? Man sollte die Affen kennen. Also die Gesichter sind anders. Und für die, die nicht so eine Ahnung haben, gibt es auch einen Katalog mit Punkten. Und zwar hat jeder Affe oder viele Affen ein Tattoo, Punkt oder zwei Punkte, drei Punkte im Gesicht. Wie es eine Art Ausweis. Echt knifflig wird es, als die drei Kea-Papageien auf die Waage sollen. Dabei hat das Inventurteam ausnahmsweise richtige Leckerlis dabei. Joghurt, Quark, also alles schöne Sachen. Walnüsse sind ganz lecker. Also Zwieback, Knäckebrot, mal ein Hundepellet, so einen kleinen Hundekuchen. Zuerst scheint es zu funktionieren. Klaus traut sich als Erster. 826 Gramm. Bloß will er dann partout nicht mehr runter. 10 Minuten dauert es, bis endlich der nächste Papagei die Waage erobern kann. Mein Schatz? Ja. 727. Ups, da ist doch schon wieder dieser Klaus. Keas sind eben ganz schön brutal. Am Ende sind 2278 Tiere inventarisiert. Zählen, ausgraben, einfangen, wiegen, messen. Und danach haben wir ein Jahr Ruhe, die Tiere wie ich auch. Tja, echt tierisch. Das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF Mittagsmagazin mit Norbert Lehmann. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Ich zähle auf Sie.